Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 11. bis 17. März 2019 und wir schauen, welche Energien in dieser Woche für dich zur Verfügung stehen, was du nutzen kannst, was gut ist, was nicht so gut ist, und du schaust, wie das in deine Situation passt und wie du dich davon inspirieren lassen kannst. Vielleicht bringt dich das auf Ideen, bringt dich weiter, das würde mich sehr freuen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann versuch es auch nicht passend zu machen, weil das würde dir nicht weiterhelfen. So, jetzt schauen wir mal, was für Energien von außen auf dich zukommen. Also was so die Umwelt dir entgegenbringt. Was haben wir denn da? Wir haben den Hohepriester. Das ist das männliche Gegenstück zur Hohepriesterin. Das heißt Empathie, Bauchgefühl, ja, auch so ein bisschen die Stimmung erfassen, das kommt von außen. Hohepriester oder Hohepriesterin ist ja auch immer Geheimnisträger, also ja, vertrauenswürdig, sage ich mal. Wir gucken aber erstmal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist, und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann wollen wir mit dem zweiten Kartendeck die Wochentage mal anschauen. Wobei das in der Legung nicht exakt der Tag sein muss, der gelegt wurde. Einfach, weil es eine allgemeine Legung ist und für jeden wieder was anderes bedeutet oder auch an einem anderen Tag stattfindet. Wenn du es nutzen kannst, ist es auch egal, an welchem Tag. So, wir gucken natürlich auch, was bringst du denn deiner Umwelt entgegen? Also, welche Energien zeigst du nach außen? So, mein lieber Stier. Das ist der Gehängte. Und der Gehängte ist die Karte, wo man momentan nicht viel selber machen kann. Man ist sozusagen den Dingen ausgeliefert. Was man tun kann, ist die Perspektive wechseln. Also gucken, was machen meine Gegenüber, wie sehe ich das, so ein bisschen sich einen Überblick verschaffen über die Gesamtsituation. Das ist keine schlechte Sache, wenn du sonst nichts tun kannst, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. So, dann gucken wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So. Das sind so die einzelnen Wochentage, aber wir beginnen wie immer mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Prinzessin der Kelche, Wasserenergie, Krebs, Skorpion oder Fisch und ist ein liebevolles Angebot von deiner Seite. Du bist halt so ein bisschen liebevoll gestimmt, das ist schön und ja, das macht sicherlich das ein oder andere leichter und wir schauen mal, was du dir denn auch in dieser Woche wünschst. Die drei der Schwerter. Ich glaube nicht, dass du dir Herzschmerz wünschst, aber ich glaube, du möchtest über eine Enttäuschung hinwegkommen. Irgendwas. Das muss jetzt nicht unbedingt Herzschmerz sein. Das kann auch eine andere Enttäuschung sein. Über eine Freundschaft, über einen Job, was auch immer. Da versuchst du, das hinter dir zu lassen. Hoffnung und Ängste in dieser Woche ist die zwei der Stäbe. Das ist so, du hast bist an einer Weggabelung und hast die Möglichkeit, den einen oder den anderen Weg zu beschreiten. Die Entscheidung liegt bei dir. Es gibt kein richtig oder falsch. Du musst nur entscheiden, wo es lang gehen soll. Und vielleicht bist du dir im Moment einfach nicht sicher, wo du hin möchtest. Dann haben wir gut für dich ist die Veränderung. Tod ist Transformation. Tod ist so von einer Daseinsform in die nächste, so wie ein Schmetterling aus einem Kokon schlüpft. Ja, und aber das ist ein Prozess. Veränderung ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich und zack ist es anders, sondern das geht langsam. Und dieser langsame Prozess kann manchmal ganz schön nervtötend sein. Er ist gut, aber er ist nicht ganz leicht. Also die Veränderung, die stattfindet, kann dir manchmal auch ein bisschen schwer fallen. Das kann auch mal schlechte Stimmung geben oder so, aber sie ist halt einfach notwendig und gut für dich. So, dann haben wir nicht gut für dich ist die Prinzessin der Stäbe. Die Prinzessin der Stäbe ist wie der Ritter der Stäbe die Energie, die sich für etwas begeistert. Euphorie, ja, das ist halt etwas, was nicht lange anhält. Und deshalb solltest du, wenn du dich für irgendetwas begeisterst, hinterfragen, ist das was Längerfristiges oder ist das nur für einen Augenblick? Weil wenn es nur für einen Augenblick ist, dann bringt es dir auch nur für einen Augenblick Freude, ja.
was wir noch Wichtiges haben in dieser Woche oder in diesem Monat besser gesagt. Wir haben Merkur rückläufig vom 5. bis 28.3. Das macht die Kommunikation ein bisschen schwierig für alle Sternzeichen. Also nicht nur für dich als Stier, für alle. Ich sage das in jeder Legung, weil das wichtig ist. Man sollte Dinge, die gesagt werden, hinterfragen bzw. erstmal als gesagt stehen lassen und dann erst überlegen, hat der andere das tatsächlich so gemeint? Oder ist das jetzt, habe ich das jetzt missverstanden oder habe ich mich falsch ausgedrückt? Diese Dinge passieren halt dann in diesem Zeitraum. Und das kann zu Konflikten führen, die nicht notwendig sind. Also hält man sich meistens bei Merkur rückläufig mit Kommunikation ein bisschen zurück, ist vorsichtig, was man sagt, überlegt dreimal, bevor man etwas macht. Und vor allen Dingen wichtig, bei Vertragsabschlüssen und solchen Dingen sollte man das wirklich zigmal geprüft haben, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja, also 5. bis 28.3. aufpassen. Das ist auch alles, ist verlangsamt, Dinge kommen nicht an, die Computer funktionieren nicht, sowas, irgendwas ist immer verkehrt. Und das ist natürlich Chaos für alle. Ausgang ist der Wagen. Das ist eine Erfolgskarte, ist auch Wasserenergie, Krebs, um genau zu sein, bedeutet aber, dass es vorangeht. Es bewegt sich was, auch wenn du momentan das Gefühl hast, es stagniert. Im Hintergrund läuft natürlich alles weiter. Wir gucken mal, was die Wochentage zu bieten haben. 6 der Schwerter. Es geht los in ruhigen Gewässern. Es tut sich nicht viel, es ist langsam, vielleicht aufgrund der Stagnation. Ist aber nicht schlimm, das ist ganz gut. Dann haben wir 9 der Stäbe. Ausgepowert, ausgelaugt, zu viel getan, zu viel gekämpft um irgendwelche Dinge. Vielleicht gab es auch zu viel, worum du dich kümmern musstest. Und das ist halt die Karte, wo du merkst, so, ich komme an meine Grenzen. Ich gebe natürlich nicht auf, aber irgendwo ist meine Leistungsgrenze erreicht. Dann solltest du natürlich deine Gesundheit an erste Stelle setzen und sagen, ich kümmere mich um mich, damit ich eben nicht krank werde. Mittwoch ist die 9 der Schwerter, das ist wieder Gedankenchaos. Du machst dir Gedanken, weil alles vielleicht nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, weil du vielleicht stagnierst und weil das eben nicht so toll ist. Du hast ja von außen den Hohepriester. Ich denke, die Leute merken, dass du dir Gedanken machst, dass du belastet bist und werden darauf auch Rücksicht nehmen. Du bist ja liebevoll eingestellt, du möchtest über eine Enttäuschung hinwegkommen und du stehst vor einer Weggabelung und bist in der Veränderung. Das macht einen schon ein bisschen kirre. Aber versuche, mit deinen Gedanken umzugehen, wie mit guten Freunden. Ihr seid da, es ist schön, aber es ist auch schön, wenn ihr wieder geht. Ja, also irgendwo zu sagen, ich steige da mal aus, ich kümmere mich um was anderes, ja, und tue was, was mir Freude macht, einfach mal um aus diesen Gedanken rauszugehen und dann kannst du im Nachhinein, wenn du dich ein bisschen davon abgelenkt hast, wieder mit neuer Energie oder mit neuen Impulsen von außen an die Sache herangehen. Wir haben das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist positive Energie, ist Glück. Ja, das Rad des Schicksals dreht sich in deine Richtung. Also brauchst du dir nicht so viele Gedanken zu machen. Behalte das einfach im Hinterkopf. Da wird im Hintergrund läuft was für mich, was gut für mich ist. Auch die Veränderung ist gut, auch wenn sich das im ersten Moment vielleicht nicht so anfühlt. Am Freitag haben wir die 2 der Schwerter. Da ist eine Entscheidung verlangt. Oder es ist halt einfach die Zurückhaltung, dass du irgendwas nicht sagen möchtest. Das ist manchmal auch, irgendwann musst du dich natürlich dazu entscheiden, in welche Richtung du tendierst. Das ist auch wieder wie eine Weggabelung, aber es ist halt so, die Schwerter sind halt Artikulation, Kommunikation, das, was halt eben ab dem 5. März schwierig ist. Am Samstag haben wir den König der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das kann jemand sein, der dich unterstützt, dem du vertraust zum Beispiel oder jemand, der dir vorgesetzt ist, mit dem du sprechen kannst, weil wir ja hier auch so ein bisschen Ruhephase brauchen. Und das ist, wie gesagt, Feuerenergie, das ist Widder, Löwe oder Schütze. Und das kann eine Person sein, die jetzt, ich sag mal, dein Chef ist oder jemand in deinem bekannten Freundeskreis. Jemand, der auch zielorientiert ist, leidenschaftlich ist und so weiter. Wie hier jetzt mit der Prinzessin der Stäbe, das ist halt Euphorie und das ist jemand, der seine Ziele auch verfolgt. Der auch mit Leidenschaft ist, aber eben auch hartnäckig und dran bleibt. So, dann haben wir am Sonntag
die Herrscherin. Das ist auch sehr schön. Die Herrscherin ist das pure Weibliche, ist auch, wie gesagt, für Familienplanung verantwortlich, ist alles, was fruchtbar ist, alles, was sich entwickelt, Projekte, Dinge und so weiter. Du hast hier auch den Wagen. Das heißt, deine Dinge werden florieren, werden laufen, aber es fühlt sich im Moment halt an, als hättest du Betonklötze an den Beinen. Aber das heißt nicht, dass es nicht vorangeht. Es geht nur vielleicht langsamer. Und du bist ja Erdzeichen. Und dann ist für dich diese Langsamkeit, dieses disziplinierte Durchhalten auch nichts Neues. Du bist sozusagen prädestiniert dafür und du schaffst das auch. Du musst mit dir selber ein bisschen Geduld haben und mit dir gut umgehen. Sei nett zu dir und sei nett zu anderen. Und wenn du in der Position bist, dass du jetzt momentan nicht viel selber tun kannst, dann versuche dir was Gutes zu tun und dich gesundheitlich ein bisschen ja, zu pflegen und zu hegen, weil du kannst ja auch nur gut agieren und handeln, wenn es dir selber gut geht. Ja? So, wir haben die Prinzessin der Kelche, wir haben die Kraft und wir haben das Rad des Schicksals. Und weißt du, ich glaube, es geht darum, dass du wirklich gut zu dir selber bist und deine Kräfte schonst und sammelst. Also ist die Prinzessin der Kelche für dich da, für dich, ganz allein für dich, dass du auf dich achtest. So, und dein Wunsch ist es halt, irgendeine Enttäuschung hinter dich zu lassen, da ist sie, die 10 der Schwerter und die 7 der Kelche. Das heißt, du solltest die Augen in die Richtung begeben, wo die Möglichkeiten sind und nicht, wo das ist, was du hinter dir lässt. Also nicht über die Schulter gucken, sondern vorne, nach vorne schauen. Auch wenn es vielleicht momentan ein bisschen langsam geht. Und da siehst du Möglichkeiten, die dich auch verwirren können, weil es zu viele sind. Ja? Du stehst ja hier in den Hoffnungen und Ängsten auch vor einer Entscheidung. Es geht um Fairness, Gerechtigkeit und der Turm. Und da solltest du ausmisten. Und zwar solltest du überlegen, was bringt mir was, was bringt mir nichts, wo sollte ich mich hinbegeben. Das heißt nicht, dass du dich sofort entscheiden musst, du hast Zeit dazu. Ja, niemand hetzt dich, aber der Turm ist dazu da, Platz zu schaffen für Neues. Frühjahrsputz sozusagen. Ja, um, wie gesagt, dann neue Möglichkeiten auch schaffen zu können. Wir haben die Veränderung. Wir haben die Herrscherin, die haben wir hier auch. Das heißt, deine Dinge laufen gut. Auch wie gesagt, wenn sich das jetzt nicht so anfühlt. Und wir haben den Kelch voller Liebe, also in der Liebe, in der Partnerschaft läuft es optimal. Ja? Und wenn du, wie gesagt, Familiennachwuchs planst, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Die euphorische Begeisterung im Moment wäre halt nicht so gut, wenn man sich für etwas jetzt begeistert und vielleicht dann sogar dafür ausgabt. Wir haben die 10 der Münzen, aber das kommt, glaube ich, später. Und wir haben die Königin der Stäbe, so wie wir hier den König der Stäbe haben. Ich glaube, das kommt durch einen Bekannten, einen Freund, Familienmitglied oder Partner oder Partnerin natürlich. Aber du solltest dich jetzt erstmal auf die Dinge beziehen, die du wuppen kannst, weil hier sieht es halt wirklich danach aus, dass du ein bisschen ausgepowert und ausgelaugt bist. Gesundheit geht vor allem. Wir haben dann ja auch den Wagen, Geld zusammenhalten und arbeiten. Also es geht darum, auch für das, was du leistest, entsprechendes Geld zu verdienen. Ja? Also dich nicht zu überarbeiten, sondern smart arbeiten und damit auch gutes Geld zu verdienen. 6 der Schwerter, Ass der Münzen und 3 der Stäbe. Neue Horizonte entdecken. Du bist ja jetzt in ruhigeren Gewässern sozusagen. Das heißt, es bieten sich dir neue Möglichkeiten. Und die 3 der Stäbe bedeutet ja auch, dass du im Hintergrund Dinge laufen hast, wo dann die Schiffe in den Hafen einfahren und dir Profit bringen. Wir haben aber auch hier die 9 der Stäbe. Wir haben den Erfolg und wir haben den König der Kelche. Das heißt, Gefühle im Griff halten. Du kämpfst darum, wirklich auch den Erfolg aufrechtzuerhalten und deine Gefühle im Zaum zu halten. Aber du solltest deine Gefühle ruhig auch mal nach außen hin zeigen, weil sonst endet das hier so mit den 9 der Schwertern. Wir haben die Euphorie und wir haben den Magier. Also, was du hier tun sollst, ist einfach die Dinge wie der Gehängte, wie deine Energie hier erstmal zu begutachten, eine Vogelperspektive einzunehmen und zu gucken, was habe ich, wo will ich hin, wie kann ich das erreichen. Die Euphorie bringt dich halt nicht so weit, sondern sie sagt dir,
dass das für einen Moment ganz toll ist, aber eben nicht auf die Dauer. Der Magier möchte ja für lange Frist irgendetwas herstellen. Das bringt dir dann das Glück, ja? Wenn du also auf lange Frist oder auf lange Sicht etwas, ja, manifestieren möchtest, brauchst du vielleicht auch Unterstützung. Hol dir ruhig Hilfe, ist kein Problem. Rat des Schicksals, da haben wir den Gehängten, darum geht es nämlich, nichts zu überstürzen mit dem König der Münzen eben, ja, ein bisschen träge, wie das Erdzeichen nun mal ist, die Dinge auch laufen lassen zu können. Ja, also nicht einzugreifen, sondern erstmal zu beobachten und zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann möglicherweise mit Hilfe einer anderen Person dann die Dinge umzudrehen. Zwei der Schwerter, Page der Stäbe und den Narren. Das heißt, Fokussierung auf die für dich dann wichtigere Sache, ja, die wichtig, am wichtigsten ist für dich, und damit dann den Neubeginn. Da haben wir den König der Stäbe daneben. Das ist die Veränderung und die Mäßigkeit, auch eine Feuerzeichenkarte. Also langsam, gemächlich Richtung Erfolg, unter Mithilfe möglicherweise eines Feuerzeichens, jemanden, dem du vertraust oder den du um Rat fragst, um einen Neubeginn zu starten. Die Veränderung ist halt nicht ganz leicht für dich, deshalb musst du es aber nicht überstürzen. Wir haben ja die Herrscherin auch hier. Da ist der Herzschmerz, den du loswerden willst, und die Traurigkeit, die du auch zulassen darfst. Ja, du darfst auch über Dinge traurig sein, du darfst auch mal über Dinge weinen. Ja, du musst nicht immer die starke Person sein, auf die sich alle verlassen, sondern du darfst auch mal schwach sein. Und ich glaube, die Leute in deiner Umgebung, die mögen dich sehr und werden das auch verstehen. Ja, und stehen dir auch bei und unterstützen dich auch. Also so viel Intuition sehe ich da. Wir haben noch eine Hilfekarte, und zwar die Erzengelkarte, also Erzengel Michael. Verlasse dich auf die Hilfe Gottes und der Engel. Ja. Das Gebet, was du an Erzengel Michael richten kannst, lautet: Lieber Gott und Engel, ich gebe euch jetzt diese, also Situation, die dich traurig macht oder wo du enttäuscht bist. Trete einen Schritt zurück und lasse zu, dass göttliche Wunder alles und jeden an der Situation Beteiligten mit ihrem Licht erfüllen. Ja, geht es darum, diese Dinge zu klären, ja, sich entwickeln zu lassen, die Veränderung auch zuzulassen, die da vonstatten geht, auf die du selber nicht direkt Einfluss hast. Ja, das zu akzeptieren, laufen zu lassen und zu wissen, dass du eben, ja, nicht alleine bist. Und wir haben eine Karte. Die habe ich bei dem Widder auch schon gezogen. Das passt auch gut zur Situation. Die 37 Hausputz. Die ist von den Weisheitskarten der Seele. Eine sehr schöne Karte. Passt zur Jahreszeit auch, ne? Und auch zur Situation. Warte. Na, lass dich umklappen hier. Hausputz. Es ist an der Zeit, das Gerümpel zu beseitigen, um für besseres Platz zu schaffen. Befreie dich von den unnötigen Dingen in deiner Wohnung und trenne dich von allem, was du nicht mehr haben willst oder nicht wirklich brauchst. Gibt es noch unerledigte Aufgaben, die du zu Ende führen solltest? Auch Gedanken, Erinnerungen und emotionaler Ballast müssen ausgemistet werden. Du brauchst ein unbelastetes Gewissen, um dich frei in der Welt bewegen zu können. Zelebriere einen Frühjahrsputz und spüre die Befreiung, für sehr viel bessere Dinge Raum zu schaffen. Sieh dir die Dinge an, von denen du dich nicht trennen kannst, und sei aufrichtig mit dir über ihren wahren Wert. Sei aufrichtig. Räume auf. Schön. Ja, also, es geht darum, wirklich Ballast abzuwerfen, Enttäuschungen hinter sich zu lassen. Und dann tatsächlich sich um neue, frische Dinge zu kümmern. Aber das braucht natürlich auch seine Zeit, bis man an dem Punkt ist, wo die neuen, frischen Dinge natürlich angegangen werden können. Ja? Und deswegen geh es an mit Mäßigkeit. Also langsam, gemächlich, aber konsequent. Mein lieber Stier, das ist eine sehr schöne Legung. Ich hoffe, du kannst das nutzen und es ist auch hilfreich für dich. Ich würde mich über deine Kommentare freuen und natürlich über ein Däumchen hoch.
Ja, dann sehen wir uns hoffentlich nach dem Hausputz in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe für dich und bis bald.